über 3000 Kilometer von hier entfernt. Da fliegt er immer wieder nach Hause, macht seinen Job dort und kommt dann hier zu den Rennen geflogen. Und seine Crew macht natürlich den Job, die Arbeit am Auto, die ja bei Volland gemacht wird, also nach Franken geht, von Nürnberg. Das mal so ganz als Information. Ja, wir haben, was haben wir noch weiter zu bieten? Wir haben dann Nikita Kontrakin mit der Startnummer 199 in dieser Gruppe. Er kommt ja aus Litauen. Bist du auch noch Fan? VW-Motor. Warum nicht? Polo. Und wir haben dann rechts den Italiener, von dem ich bei der Fahrerpräsentation sagte, Gianluca Ferretti aus der Nähe von Rimini. Also eine schöne Urlaubsgegend. Das so mitten in Italien. Da kommt er ja wieder aus dem Stand. Er sagt, ja, warte uns denn auf uns. Abgeordneter Josef Zimmermann, der jetzt nicht mehr starten kann, der aus der Slowakei kommende, hat einen technischen Defekt. Und unser Pressemann dort mit der Kamera ist natürlich schon wieder am Blitzen. Da will man die schönen Bilder bekommen. Ganz klar, jetzt erwartet man auf dem Punkt unseren Spitzenreiter Makarov. Da ist der Buddy. Auch ohne Estamut, das war super. Das hält er. Ja, und das, was Sie nicht so gut sehen, liebe Zuschauer, dort oben ist ja der bekannte, berühmte Sprunghügel. Da haben wir zwei Kameras installiert, da können wir einsehen, wenn Sie auf uns zukommen, dann wieder von uns wegfahren. Da springen die so einige Meter durch die Luft. Der Litauer Ford Fiesta Pilot, die beiden, die sind hart, beinhart im Kampf. Und hier der Spitzenreiter. So nach dem Motto, da wird ein bisschen Schlangenlinie gefahren. Natürlich muss man auch sagen, überlegt doch mal, wie die alles zu machen. Das wirst du auch nicht machen, denn das Auto geht schon noch mal ein bisschen rechts oder links. Gewollt oder ungewollt. Aber ich bin ja einen sauberen zweiten Platz da. Das ist die Startreihe 1.
Und in der Startreihe 2 haben wir dann aus der Bundesrepublik Deutschland Uwe Freischlag. Und wir haben weiterhin unseren Landsmann aus der Region, André Pietschmann. In der dritten Startreihe aus Lettland kommen Davies Aupe. Und aus der Oberlausitz bist du dabei sein, Thorsten Zimmermann, den ich aber nicht sehe. Und hier schießt Woboda, der schnelle Mann aus dem tschechischen Nationalteam. Zurzeit. Er ist ja bei Hermann Henning Kamp als Angestellter. Da ist er natürlich. Die ganze Woche sind die nur noch am Bachsimpel, wenn sie frei haben für den Motorsport. Und da sind sie von der Meier aus der Zöde. Im Westen der Republik in Deutschland ausführt und austrägt mit guten Fahrerstärken in den einzelnen Klassen. Da entspringt er ja genauso, wo er Stuppe herkommt. André Pietschmann auf Rang 5. Aber ich sage es gerne, wenn Sie aus Österreich kommen.